21.287 Fans beim Spitzenspiel in der großen Wolfsburger Arena. Ein Duell der beiden Top-Teams hat diese Wolfsburger Rekordkulisse auch verdient. Kurzfristig ausgefallen bei den grün gedressten Wolfsburgerinnen Tabea Wasmuth. Bayern ja nun schon länger ohne Julia Gwin nach Kreuzbandriss. Die Bayern von Beginn an erkennbar entschlossen, die aus ihrer Sicht grausamen Duelle aus dem April vergessen zu machen. Da folgte auf ein 0:6 in der Liga ein 1:3 im Pokal. Bereits in der vierten Minute zieht die derzeit glänzende Linda Dahlmann links davon. Merle Frohms klatscht ab, doch Georgia Stanway kann die Chance nicht nutzen. Bayern-Trainer Strauß wenig begeistert. Die Tabellenführerinnen aus Wolfsburg mit der raschen Antwort. Lena Oberdorf sucht und findet Alexandra Popp. Ungewöhnlich für die geborene Knipserin, sollte eine Gelegenheit auszulassen. Aber vielleicht hatte sie ja intuitiv gespürt, dass ein Treffer gar nicht gezählt hätte. Abseits. Aber eins wird jetzt deutlich. Obwohl Mittelstürmerin Eva Pajor mit 4 Treffern vorne liegt, ist Popp ganz klar die Zielspielerin des VfL. Diesmal wird sie von Lena Latwein bedient. Und da ist es ja das typische Flugkopfballtor der Alexandra Popp. Aber der ausbleibende Jubel deutet es bereits an. Auch diesmal kam die Kapitänin der Nationalmannschaft aus dem Abseits. Mittlerweile spielt nur noch Wolfsburg. Frühes Anlaufen, Ballgewinne. Diesmal ziehen Latwein und Hut davon. Und dann Eva Pajor. Die Polin fasst mit ihrem 5. Treffer. Glänzende Parade von Maria Luisa Groß im Tor der Bayern. Dann ein echter Schreckmoment. Alexandra Popp hält sich das Knie. Sie wird sich doch nicht schon wieder schwer verletzt haben. Nach diesem harten Einsteigen von Bayern-Neuzugang Stanway, die Europameisterin sieht gelb. Popp kann aber weitermachen. Die letzten 5 Minuten der ersten Hälfte. Latwein hat Pajol freigespielt, doch die Bayern-Abwehr in Überzahl. Und dennoch der Ball im Tor. Die 1:0-Führung für Wolfsburg, weil Sarah Zatrazil per Pressschlag äußerst unglücklich, unfreiwillig attestierte. Ein glücklicher Treffer zur hochverdienten 1:0-Pausenführung. Auch in die zweite Hälfte starten die Münchnerinnen dynamischer. Wenigstens ein Unentschieden soll es noch werden. Flanke Rall und Lehrschüler. Das hätte er sein können. Der 1:1-Ausgleich. Doch Merle Frohms muss nicht eingreifen. Und wie in der ersten Hälfte verpufft der bayerische Anfangsschwung schnell. Nach einer Ecke findet Popps Flanke am langen Pfosten Schilrohr. Und dann Bayerns Rall, unsauber, direkt zu Svenja Hut. Ein klasse Tor der 31-jährigen Nationalspielerin zum 2:0. Der erste Saisontreffer der glänzenden Technikerin. Alles gelaufen, die Münchnerinnen denken nicht daran. Linda Dahlmann, zielstrebig, aber ohne Hektik. Ganz feines Zuspiel auf Clara Bühl. Das 2:1, alles wieder drin. Die Münchnerinnen schöpfen Hoffnung. Clara Bühl, die Stürmerin, die in den entscheidenden EM-Spielen Corona-bedingt hatte passen müssen. Und sie bleiben jetzt dran. Wieder Flanke der offensivstarken Rall. Und Daljanovic an den Pfosten. Das Momentum hat sich nach dem Anschlusstreffer dramatisch gedreht. Alle Souveränität dahin bei Wolfsburg. Jetzt die eingewechselte Franziska Kett, sie sucht in der Mitte Damjanovic. Aber Merle Frohms im Wolfsburger Tor hat's geahnt. Und das war es dann auch. Die Bayerinnen zu spät aufgewacht. Wolfsburg siegt mit 2:1 und verteidigt damit die Tabellenführung. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.